Hattet ihr auch schon einmal das Gefühl, dass ihr einfach nie eine 6 würfelt? Wird die 6 wirklich seltener gewürfelt? Welche Augenzahlen werden besonders häufig gewürfelt und wie verhält es sich, wenn man andere Gegenstände als Würfel verwendet? Dem wollen wir heute auf den Grund gehen. Wir führen ein Würfelexperiment durch, das ihr ganz einfach zu Hause selbst ausprobieren könnt. Alles, was ihr dafür benötigt, sind ein Würfelbecher, ein Würfel oder einen anderen Gegenstand, den ihr als Würfel nutzen wollt, Klebeband zum Beschriften sowie Stifte und Papier zum Notieren der Beobachtungen. Zunächst wählt ihr die Würfel aus, die ihr untersuchen möchtet. Sind noch keine Augenzahlen abgebildet, müsst ihr den Würfel beschriften. Beschriftet die Seiten des Gegenstands mit Nummern. Dann solltet ihr überlegen, wie oft ihr pro Würfel würfeln wollt. Die Zahl sollte möglichst hoch sein, zum Beispiel 100 oder 50. Ich fange erstmal mit 30 Mal an. Um während dem Würfeln eure Beobachtungen zu notieren, ist eine Strichliste geeignet. Die könnt ihr so aufbauen. Notiert, welchen Würfel ihr nutzt. In eine Zeile schreibt ihr die möglichen Augenzahlen, die gewürfelt werden können. In der nächsten Zeile könnt ihr eure Vermutung, wie oft welche Zahl gewürfelt wird, vor dem ersten Würfeln notieren. In der dritten Zeile notiert ihr mit Strichen, wie oft jede Zahl tatsächlich gewürfelt wurde. Jetzt beginnt ihr zu würfeln und tragt die gewürfelten Augenzahlen in die Liste ein. Diese Verteilung kam am Ende bei meinem Experiment heraus. Wie sieht euer Ergebnis aus? Warum sieht die Verteilung so aus? Darüber könnt ihr Vermutungen anstellen und euch mit euren Freunden oder Eltern austauschen. Testet doch auch mal einen anderen Würfel oder kombiniert verschiedene Würfel. Viel Spaß beim Ausprobieren!